weil 7 nicht frei war. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen heute Abend, Donnerstagabend, Race Day Speed Association, und wir sind voll dabei. Und jetzt als erstes begrüßen wir mal unseren Jens Purkott. Hallo Jens. Ja, hallo Lutz. Wunderbares Timing. Ich habe gerade irgendwie eine gebrannte Mandel bekommen. Knackt bestimmt gut im Mikro. Ja. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir heute Abend hier Spaß haben werden, hoffentlich. Ja, den werden wir ganz sicher haben, so wie das immer donnerstags der Fall ist. Vor allem, weil Mittwoch ist. Ja, gucken wir mal. Ja, vor allem, weil heute Mittwoch ist. Genau. Warum ist heute Mittwoch? Weil wir das Rennen einen Tag vorverlegen mussten, und dann hat diese ganze Organisation, die Wochentage festlegen, die haben gesagt, okay, dann ist jetzt heute nicht Donnerstag, sondern heute ist Mittwoch. Genau. Ne? Genau, irgendwie so. Ja, irgendwie so. So, ich gehe jetzt auch schon auf Startziel. Ja, wo sind wir denn überhaupt? In Sandfort. Ja, genau. In den Dünen. Ja. In den höchsten Erhebungen der Niederlande. Genau, da kommen wir nämlich hier schon auf die einzige Gerade. Und direkt runter zur Dartsam-Kurve. Das ist, glaube ich, auch die einzige Stelle, wo man eventuell mit ein bisschen Windschatten ordentlich ausbremsen kann. Hier kann man auch nebeneinander fahren, das geht auch gut. Dann kann man hier auch parallel hochfahren. Hier schön über die Kuppe jetzt. Hier ist das Auto mal ganz leicht und die Leitplanke ganz nah. Runterbremsen, erster Gang hier in die Spitzkehre, und dann kommt irgendwie ein ganz geiles Stück. Ist keine Gerade, aber geht komplett voll. So, Berg hoch und Berg runter in den holländischen Dünen, genau. Hier kann man sich schön links einhaken, dann über die Kuppe das Auto versetzt hier. Da wirst du schöne Bilder kriegen. Oh, yo, yo, nein, yeah, nein, yeah, nein. Yeah. Mann! So, das gucken wir uns gleich nochmal im Replay an. Jens Burkhardt bei der Einführungsrunde. Ja, ja, komm, das ist so jetzt die wievielte Einführungsrunde und mein erster Abflug, ja? Nein, es ist der zweite. So, ja, und da sehen wir es, wie er schön das Auto verliert. Ich vergesse sowas nicht. So, okay, weiter geht's. Genau, hier ist auch eine schöne Kurve, da kann man sich ganz tief reinbremsen. Der Lutz feiert ja im Wintergrund. Schön, dass er. Ja, dann haben wir hier nochmal einen schönen U-Turn. Ja, das Auto rutscht auch hier die ganze Zeit, hier früh aufs Gas. Überall ist dann direkt Sand neben der Strecke. Dann kommen wir runter zur Schikane, auch da kann man sich mit viel Gewalt nochmal daneben bremsen, wenn man aus dem letzten U-Turn besser rausgekommen ist. Hier der innere Körper ist heikel, ne, da geht das Auto ein bisschen hoch, das zeige ich euch jetzt mal nicht. Ja, so, und hier müssen wir dann mal wieder mit ganz viel Schwung rein, und dann kommt die wichtigste Kurve. Ups, weil hier muss man ganz viel Schwung mitnehmen, wenn man denn den Vordermann ausbremsen möchte am Ende der Geraden. Also, wie ihr seht, so kommt man nicht mit viel Schwung, da kommt man nur spektakulär dadurch. Aber ich glaube, ich habe jetzt in der Runde genug Schau gemacht. Genau. Ja, also schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche, und wir sehen uns dann in 14 Tagen wo, weil an Action haben wir alles gesehen, was es zu zeigen gibt. Also. Ja, wie geil. Wie geil. Nein, ja, komm, dass das irgendwann mal passiert, war ja klar. Schon auf der Kuppe, naja, werde ich demnächst nicht quatschen. Das ist blöd. Wie auch immer, jedenfalls, wir werden natürlich jetzt weitermachen, weil jetzt haben wir natürlich so richtig Blut geleckt. Wir werden auch den Jens sehr, sehr oft im Bild haben, damit wir auch keinen Abflug verpassen. Und naja, werden wir mal gucken, ne? Wie das heute gesehen, so geht auch ohne Abflug. Ja, 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 ich war schon auf einem ganz anderen Auto. Nein, war ich nicht. Ja, wie gesagt, so sieht's aus, und wir gehen jetzt direkt ins Qualifying, hoffe ich mal. Und ja, und dann werden wir hier sehr, sehr viel Spaß haben. Du grüßt die Herrschaften da oben, denen wünschst du von mir auch viel Spaß, und dann haben wir alle Spaß. Genau. Genau. Alles klar, Lutz, ich, irgendeiner Form sprechen wir uns nach dem Rennen. Wir beeilen uns. Bis gleich. Nee, da sprechen wir, ja, im Interview, aber mehr nicht. Genau, das meinte ich. Ja, genau. Alles klar, also bis dann. Ja, das ist nämlich heute alles ein bisschen compressed und pressure compressed und compressed pressure und überhaupt, weil morgen früh geht's ab nach in Flieger, und naja, ihr könnt es auf Facebook lesen. Ich werde nachher im Warm-up noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, und dann bin ich dann wohl schon um 12 dort, und dann geht's da richtig zur Sache. Jetzt hat der Server umgeschaltet und wir haben 22 aktive Fahrzeuge. Jetzt weiß ich nicht so wirklich, jetzt habe ich gar nicht gefragt, ist der G-Cup, also der Gentleman Cup, ist der jetzt
gesetzt oder nicht, weil macht nicht so wahnsinnig viel Sinn mit 23 Autos. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber wir werden sehen. Gut, also, ich befürchte mal, da ich hier ein ungepaintetes Auto habe, dass ich wieder, dass da irgendwas nicht eingestellt ist, dass alte Dateien gelöscht werden. Wahrscheinlich muss ich dann im Warm-up nochmal kurz runter, nochmal kurz, ja, die Autos löschen und neu synken. Dann sollten die aktuellen Paints auch zu sehen sein. So, hier kommen die Herrschaften jetzt alle aus der Box. Und wir haben jetzt erstmal gute 15 Minuten Zeit, uns in aller Ruhe dieses Quali zu Gemüte zu führen. Ja. Wir fahren ja hier im Anschluss noch eine Superpole. Die besten 5 fahren hier nochmal jeder eine gezeitete Runde. Und somit müssen wir uns jetzt eigentlich so ein bisschen auf den 5. Platz konzentrieren, hier in diesem Qualifying, wer in dieses Superpole-Qualifying noch reinkommt oder nicht. Und bis dahin haben wir eigentlich noch jede Menge Zeit, auch noch dafür Zeit, sich etwas zu trinken zu holen. Das habe ich nämlich in lauter Aufregung vergessen hier. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, jetzt kommen so die Fahrzeuge, die wir eben haben, rausfahren sehen, das erste Mal hier rum, gehen jetzt auf eine gezeitete Runde und da wollen wir mal schauen. Und so wie ich das hier momentan gerade sehe, sind so ziemlich alle auf der Strecke. Also, da steht nur noch das, glaube das Simrace TV, ach nee. Also ein Fahrzeug steht jedenfalls noch in der Box oder zwei, nee, eins. Alle auf der Strecke, ja Wahnsinn, nur das Simrace TV Auto ist draußen. Ist in der Box. Wir sind die... Nee, falsch. Jens ist der Champignon. Denn Jens möchte kein Steinpilz nicht sein. Genau. Hat der sich in der Vorstellungsrunde gedreht? Ich hau mich in die Ecke. Ja. Also wenn ich eben gesagt habe, das ist schon mal passiert. Also da war es nicht ganz, da war es kein richtiger Abflug. Da hat er nur so ein bisschen quer gestanden, hat eine schöne Pirouette getreten und ist weitergefahren. Aber hier so richtig, und da hat er ja noch richtig Glück gehabt, dass er nicht in die Leitplanke geschlagen ist. Also, ja, jetzt stellt euch mal vor, der hätte da noch ein Rad verloren oder euch sowas. Und der, was hätte man denn dann gemacht? Ja. Ach, ja. Ja, coole Nummer hat das Ganze. So, jetzt holen wir uns mal hier ein Auto und gucken uns das mal ein bisschen an. Jens Burkhardt, da haben wir ihn schon wieder, nämlich jetzt auf der Position 2. Und Danny Volkert setzt die erste Rundenzeit zusammen mit Dominik Smoll und Robin Frischkopf. 1:37.191, 1:37.306 und 1:38.295. Und jetzt ist natürlich hier erstmal Alarm angesagt. Das heißt, hier gehen jetzt purzeln jetzt erstmal die Positionen und Zeiten und weiß ich nicht was. Also jetzt sind wir schon bei 7 Fahrzeugen, die jetzt hier über Start und Ziel gekommen sind. 8. Also das wird jetzt sicherlich noch ein bisschen sich hinziehen. Ja, Jens macht fein Platz, weil er ist ja auf der schnellen Runde. Da war noch gar kein Auto. Macht nichts, Jens, gib Gas. Junge, lass ihn nicht unterkriegen. Also das wird schon. Keine Sorge. So, gehen wir mal da weg. Gucken wir mal zum Dennis Erner, weil der hat jetzt hier Bestzeit gefahren. Bisher im zweiten Sektor. Und jetzt gucken wir mal, was ihm jetzt hier im letzten Sektor gelingt. Ob das noch reicht? Ja, das reicht. Und zwar deutlich. Dennis Erner verdrängt Danny Volkert um 0,205 Sekunden, also etwas mehr als 2/10. Da haben wir ja mal richtig hingelangt.
Schauen wir mal zu Stefan Hauenstein, der hat ganze 6 Zehntel Rückstand. Geht hier. Ja doch, das ist der schnellste Weg. Ich durfte ja 2012 zur DTM hier sein in Sandfort. Und hab mir das Chaos aus der Porsche Hospitality angeschaut. War sehr, sehr spannend zu sehen. So, jetzt kommen wir jetzt zur zweiten Zwischenzeit. Und da ist Hauenstein schneller. Und zwar 70.000stel. Und mittlerweile konnte... So, das reicht nicht. 42.000stel fehlen dem Stefan auf die Pole. Also das wird eine ganz spannende Geschichte. Und momentan wären die ersten 5 Dennis Erner, Stefan Hauenstein, Edgar Ostermann, Danny Volkert und Kevin Flitsch. Dominik Smoll ist derjenige, der um 13.000stel Sekunden vom 5. Platz getrennt ist. Und da dürfen wir jetzt mal ganz gespannt sein, ob ihm das gelingt, diese 13.000stel reinzufahren. Sollte eigentlich kein Problem sein, aber wir werden sehen. Insgesamt hat der Rückstand 0,320 Sekunden und dieser Rückstand von 0,1 irgendwas Sekunden würde reichen für Platz 3, eventuell auch nur Platz 4. Jens ist der Champignon, mein Freund. Sechsunddreißigtausendstel Vorsprung im zweiten Sektor für Dominik Smoll. Und Platz 1, 36.000stel, rettet er ins Ziel und setzt sich damit auf die Pole, auf die momentane. Kevin Flitsch, momentan 6. Eigentlich jemand, dem ich zutrauen würde, dass er hier noch ganz, ganz zügig hier reinfährt. Er geht jetzt auf die schnelle Runde. Und wenn ich das mal so sagen darf, bis Platz 9 sind alle innerhalb von 7 Zehnteln. Also das sind schon wieder verdammt enge Abstände. So, jetzt kommen wir zur ersten Zwischenzeit. Und da fehlen ihm 37.000stel. Aber das, oh, da geht das Auto hier richtig, hebt das die Beinchen über den Körb. Ja, dann nimmt er mit, was mitzunehmen ist. Breite hier. Und schön innen hier am Körb lagen, ganz sauber gefahren. So, jetzt kommen wir gleich zur zweiten Zwischenzeit und dann werden wir sehen, ob sich da was getan hat. Ja, er hat noch mehr Zeit verloren, nämlich 3 Zehntel. Das wäre momentan der 5. Platz. Würde er genau diesen Abstand ins Ziel retten, dann wäre er gerade mal 22.000stel vor Kevin Flitsch. Ja, vor sich selbst. Nee, der würde nicht reichen. Gegenteil. Nein. Quatsch. Was erzähle ich denn hier für einen Blödsinn? Ja, er bricht ab. Das ist sehr schade. Vielleicht sollte man hier wirklich mal über eine Escape-Regelung nachdenken und dafür das Quali vielleicht 5 Minuten länger machen.
So, Frederico Donki, Fred Donke. Dominik Smoll nach wie vor mit 36.000stel Vorsprung. Und Dennis Erner ist aber in der Box. Also ich denke mal, dass der hier so 2,5 Minuten vor Ablauf der Zeit nochmal rausgeht, in der Hoffnung, eine freie Runde zu erwischen. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, da hat er auch einen Fehler gemacht, der Fred. Das wird Zeit kosten. Sehen wir es, 1,1 Sekunden zurück. Also das wird nichts mehr. Was mich ein bisschen erstaunt, ist Robin Frischkopf. Aber gut, der hat natürlich auch jede Menge Gewicht im Auto. So, da kommt er auch rein. Der Gute. Soll man sagen, also so wahnsinnig viel passiert hier momentan nicht. Gott, was ist das denn hier für ein Gedöns? Das ist ja total blöd. Ja, so ist das. Gucken wir mal auf die 6. Ne, da sind wir ja. Oder sind wir da noch? Ne, wir sind noch bei Fred Donke. Wir gehen mal zu Kevin Flitsch, ob es da nochmal irgendwie in Richtung ja, Verbesserung geht. Aber 0,278 Sekunden. Ey, was sehe ich denn da? Das haben wir ja völlig verpasst. Stefan Hauenstein setzt sich auf Pol. Mit 0,148 Sekunden Vorsprung. Und Kevin Flitsch verbessert sich in diesem Augenblick auf die Position 4. Und jetzt ist Danny Volker, der hier die erste Pole des Tages hatte, der ist jetzt dazu verdonnert, hier irgendwie noch zu versuchen, irgendwas in diesem Fünferpack, in diesem Fünferfeld zu erreichen. Robin Frischkopf verbessert sich nochmal auf die 10. Position, verdrängt den Jens Purkott da. Aber ja, hilft jetzt auch nicht so wahnsinnig weiter. Und auch der derzeit Meisterschaftsführende, der Martin Schmidt, ist nur auf Platz 9. Es bleibt bei Platz 6 für Danny Volkert und er drückt dann auch Escape. Also keine Chance mehr, irgendwie noch was zu machen. Wir schauen mal, es sind eigentlich noch jede Menge Autos auf der Strecke. Chris Pirchecker.
das war es dann auch für den Chris. Martin Schmidt, aktuell Meisterschaftsführender. Kommt auch in die Box. Oliver Ketzer. Ja, die haben hier ein G dahinter. Das sind dann die Fahrer des G-Cups. Momentan wäre es so, dass der Chris Pirchegger da vorne wäre, vor dem Oliver Ketzer und dem Andreas Braun. Dann haben wir da noch den Tom Krüger, den Jens Erner, den Lars Borkowski, Günter Karrer, Micha Bregartner, Stefan Hartleib, Ralf Minwegen. Genau. Die fahren hier im G-Cup. Also hat nichts mit Skifahren zu tun oder Super G, sondern hier geht es um den Gentleman Cup. Der ist letzte Saison, also in der 2012-2013er Saison im GT3 Cup erfunden worden, in Anführungsstrichen. Und ja, und hat dort sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allerdings waren da halt auch 40 Autos auf der Strecke. Oder sagen wir mal mehr als 30. Und das war ja hier im ersten Rennen auch so. Deswegen hat man sich gedacht, ja gut, dann machen wir das hier auch. Jetzt sind es aber ja im Schnitt 25 Autos. Aber gut, man hat hier nicht die 20 besten Platzierungen, sondern meines Wissens die 15 genommen der Meisterschaft zum dritten Rennen. Und damit ja konnten die dann sind dann alle die dahinter waren, dann in diesem G-Cup, fahren dort eine separate Wertung aus. Das heißt, unsere Interviews werden jetzt etwas länger. So, was macht der Edgar jetzt hier? Könnte der sich mal entscheiden, wo er hin will? Der muss jetzt nicht ewig die her, macht er auch. Geht in die Box. So, das wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt umschalten könnten. Ein bisschen Zeitnot haben wir schon. Also ich jedenfalls. Da passiert das auch schon. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja. So, und jetzt sind wir im Qualifying. Die 20 Minuten sind nicht ganz ernst gemeint. Es fahren jetzt die Positionen 5, 4 und 3 auf die Strecke. Im Abstand von, ja, so 10 Sekunden. 15, ich weiß es nicht genau. Das da wären Edgar Ostermann, Kevin Flitsch und Dennis Erner. Genau, jetzt ist die Ampel grün. Edgar kann raus und wird jetzt sein Auto hat er jetzt so abgestimmt, dass er jetzt auf eine schnelle Runde alles rausholen kann. Und Edgar neigt ja oftmals dazu, ein klein wenig zu viel zu geben. Also wir haben schon in entscheidenden Szenen, in Führung liegend, in ja Kampf um die erste Position liegend, dann immer mal kleinere Fehler von ihm gesehen. So Ausrutscher, Wegrutscher, Rausrutscher. Und ja. So, jetzt fährt auch der Kevin Flitsch raus. Und so allmählich, da ist er, kommt auch Dennis Erner. Genau, so, und die fahren jetzt erstmal ihre schnellste Runde zu Ende. Und dann gehen Dominik Smoll und Stefan Hauenstein raus.
Wir bleiben jetzt aber erstmal beim Edgar, weil der liegt jetzt erstmal vor. Und wir haben, ich glaube, in den letzten Rennen jeweils gesehen, dass der Fünftplatzierte mal gut ein, zwei, manchmal sogar drei Plätze gut gemacht hat. Also das weiß ich nicht. Ob er die sauberste Strecke hat, keine Ahnung. Aber natürlich ist es für die anderen ein zusätzlicher Druck. Er hier sieht noch keine Zeit. Er muss nur sehen, dass er hier gut über den Kurs kommt. Und die anderen müssen diese Zeit toppen. Das heißt, sie müssen einfach schneller sein. Und erstmal grundsätzlich ist es schon schwer unter den Top 5. Die sind alle mehr oder weniger auf einem Level. Und also wir haben ja gesehen, irgendwie die Abstände von Platz 1 bis 5, die waren innerhalb von 4 Zehnteln. Wobei allein schon der erste zum zweiten einen Abstand von 1,5 Zehntel hatte. Und danach sind es ja 58 Tausendstel von Platz 4 zu Platz 3, 68 Tausendstel von Platz 5 zu Platz 4, also eine ganz schön enge Kiste. So, jetzt kommt er, der Edgar. Auf die Start und Ziel. Und legt eine Zeit vor. Genau, 1,37, 1,99. So, gehen wir zum Dennis Erner. Ah, die ersten beiden sind schon draußen, das finde ich jetzt ein bisschen. Ja, und der Dominik Smoll ist ziemlich dicht dran am Dennis Erner. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist, weil das ist nicht der Sinn einer Superpole, weil es lenkt schon ab, wenn man sieht, dass da hinten einer fährt. So, Kevin Flitsch ist nur auf Platz 2 gekommen. Dem fehlen schon mal 2 Zehntel auf Edgar Ostermann, damit hat Edgar Ostermann schon einen Platz gewonnen. So, Dennis Erner macht es aber besser und fährt auf die momentane Pole mit 1,37, 1,23, 76 Tausendstel schneller als Edgar Ostermann. So, und Dominik Smoll, dem fehlen hier 3 Zehntel. Damit wäre der momentan ganz hinten. Und jetzt übertreibt das, und jetzt verliert er fast das Auto. Ja, das wird wohl nichts mehr. Die Runde kann er mehr oder weniger abbrechen. Das wird wohl nicht mehr reichen. Wir werden es jetzt sehen bei der Zwischenzeit, also ich würde mal sagen, mindestens eine Sekunde fehlt, aber nicht mehr. Ja, 1,1 Sekunden. Also das können wir uns schenken hier. Gehen wir zu Stefan Hauenstein und schauen, was da geht. Da ist es nämlich deutlich spannender. Wenn ich das hier richtig entziffere, sind das 76 oder 78 Tausendstel, die er hier zurück ist. Und Edgar Ostermann hat jetzt mindestens schon 2 Plätze gut gemacht. Wird garantiert vom 3. Startplatz aus starten. Und der Stefan macht auch ziemlich viel Müll hier, so wie es aussieht. Also könnte es gut sein, dass die erste Startreihe hier an Dennis Erner und Edgar Ostermann geht. Die beiden, die da vorher waren, nämlich Stefan Hauenstein und Dominik Smoll, die können von der ersten Startreihe mal nur noch träumen. Ja, Platz 4 für Stefan Hauenstein. Wow, wow, wow. Das ist natürlich ein Brüller.
Aber so ist die Superpole. Ein besseres Beispiel gibt es überhaupt gar nicht. Aber es war bis jetzt wirklich in allen Rennen so. Dass es da vom fünften Platz aus Verbesserungen gab, beziehungsweise die Top-Leute da nicht so gut unterwegs waren. So, damit haben wir eine Startaufstellung, nämlich Dennis Erner und Edgar Ostermann in der ersten Startreihe, Kevin Flitsch und Stefan Hauenstein in der zweiten Startreihe, dritte Startreihe für Dominik Smoll und Danny Folkert. Vierte Startreihe, Mark Lebnikov und Fred Dohnke. Und dann auf 9 und 10 in der fünften Startreihe Chris Pilchegger als bester G-Cup-Fahrer und Martin Schmidt, der Meisterschaftsführende, hinter dem besten G-Cup-Fahrer. Jens Purkott auf der 11, Oliver Ketzer auf der 12, Robin Frischkopf 13, Andreas Braun 14, 15 Markus Fahnholt, 16 Jens Erner, Patrick Flüglisthaler auf der 17, 18 Jürgen Engelhardt, 19 Ulrich Windmöller, 20 Lars Borkowski, Günther Karrer auf der 21, auf der 22 Micha Pregartner, Stefan Hartleib auf der 23, 24 für Ralf Minwegen und der Tom Krüger, ich glaube, der hatte eine Strafe, der durfte kein Quali fahren. Der steht hier irgendwie ganz hinten. Ach, wie ärgerlich. Nee, das ist eigentlich nicht so. Das ist beim Umschalten durcheinander gekommen, sehe ich hier gerade. Also, wo fängt es denn an und wo hört es auf? Robin Frischkopf steht noch. Tom Krüger ist auf 15, Markus Fahnholt auf 16, Jens Erner auf 17, Patrick Flüglisthaler auf 18, Jürgen Engelhardt auf 19, 20 Ulrich Windmüller, 21 Lars Borkowski, 22 Günther Karrer, Micha Pregartner auf der 23, Stefan Hartleib 24 und der Ralf Minwegen auf der 25. So ist es richtig. So, und da widmen wir uns mal noch ein bisschen der aktuellen Meisterschaftstabelle. Da führt Martin Schmidt mit 58 Punkten vor Robin Frischkopf mit 51 Punkten, Dennis Erner mit 50 Punkten auf der 3, Kevin Flitsch mit 48 Punkten auf der 4, Stefan Hauenstein mit 41 Punkten auf der 5. Also die Top 5 sind hier ja kaum noch zu toppen. Also das ist schon verdammt eng. Und Jens Purkott, dann, nee Quatsch, Christian Rückert, dann mit 33 Punkten auf der 6, Jens Purkott 31 Punkte auf der 7, Edgar Ostermann 8. mit 28 Punkten, Jens Erner 9. mit 23 Punkten und der Markus Fahnholt mit 21 Punkten auf der 10. Das sind die Top 10 der Meisterschaft gewesen. Oder ja, das wollten wir doch mal erwähnt haben. Genau. So. Was genau passiert am Wochenende? Ihr werdet am Freitagabend gar nichts machen. Ihr werdet irgendwie, ihr könnt am Donnerstag, also morgen Abend, noch ein paar Schuhe vor die Tür stellen und euch freuen, wenn da am Freitagmorgen was drin ist. Aber dann vergesst diesen Nikolaus, weil am Freitagnachmittag geht es bereits los. Das heißt, Freitagvormittag broadcasten wir schon mal das Qualifying. Da werden nicht allzu viele zugucken müssen. In Finnland ist der Feiertag. Aber Freitagnachmittag um 16 Uhr geht's los mit den 24 Stunden vom Nürburgring. Live aus Finnland, LAN-Location. So, und das Ganze ist so aufgesetzt, dass die Herrschaften, also ForRacer, der Simulatorhersteller, ist der Organisator und Veranstalter. Und die Herrschaften haben sich in den Kopf gesetzt, ja, dieses LAN-Event auszutragen. Ja gut, über die Vorbereitung sagen wir jetzt erstmal nicht so viel. Aber da werden 12 Teams antreten, deren Fahrer mit 4, 5 Leuten jeweils, also so knapp 50 Leute sind da vor Ort, Fahrer. Das sind alles oder größtenteils reale Rennfahrer aus Finnland. Unter anderem wohl auch ein Rallye-Weltmeister. Ein fünffacher Weltmeister im Autocross und alles solche, ja, was die halt da oben so fahren im Schnee, ne? Was die halt können. Davon haben wir da in Finnland ja, glaube ich, eine ganze Menge. Und die werden da gegeneinander fahren. Und zwar in diesem Motion Simulator, also so einem Force Feedback Simulator, wo die ganze Kiste wackelt. Und
Der Brüller an der Geschichte ist aber, dass keiner von diesen Rennfahrern jemals vorher eine Simulation gefahren ist. Die trainieren so seit circa 4 Wochen. Die letzten Physik-Updates hat es letzte Woche gegeben. Und dann fahren die in einem Motion-Simulator, wo unser eins schon nach einer halben Stunde wahrscheinlich kurz und klein ist, 24 Stunden Nordschleife. Also ich meine, einen einfacheren Kurs hätte man sich ja wirklich nicht wählen können, aber das machen die. Und da sind die auch ganz heiß drauf. Und ich bin ganz heiß drauf, das zu broadcasten. Also ich werde sehr, sehr viel Spaß haben und ich hoffe, dass das alles irgendwie vernünftig wird und auch alles funktioniert. Ja, und dann werden wir uns dann morgen dann, ja, am Freitag dann auf alle Fälle wieder hören. Ich möchte, dass ganz, ganz viele von euch da zuschauen. Also, Zeit ist um. Warm-up ist abgelaufen und jetzt werden wir hier jede Sekunde ins Rennen springen. Dominik Smoll scheint dieses Warm-up zu gewinnen, sofern da nicht nach irgendjemand dazwischen funkt. Tja, und er wäre mit der Zeit, die er jetzt 1:37.395, wäre er Dritter geworden im Qualifying. 2000stel vor Kevin Flitsch. Ja, so kann es gehen, Dominik. Da hast du wohl was verwechselt mit den Sessions. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, letztes Mal ging das richtig zügig. Heute hakt es wieder ein bisschen, aber das ist jetzt kein Drama, um Gottes Willen. Ich glaube, jetzt ist gerade irgendwas passiert. Nö. Stefan Auenstein fährt noch auf die Pole im Warm-up. Ja, Stefan, auch mit dieser Zeit wärst du im Quali deutlich besser unterwegs gewesen. Aber Superpole ist Superpole und da liegen die Nerven blank. Der Puls geht hoch. Und ja, was soll man sagen? Dann ist natürlich mal so ein Fehlerchen einfach vorprogrammiert. Ne, vorprogrammiert nicht, aber möglich ist. So, wir sind in der Race-Before-Phase, hoffe ich jedenfalls jetzt mal. Genau! Before session has begun! So, es wäre noch schön, wenn jetzt noch alle Autos dazu kämen. Ach, die sind schon auf der Strecke. Genau, da sind sie nämlich. Ach, na, das ist ja mal blöd. Nicht der Rennstart, keine Sorge, das ist die Formation Lab. Sonst sähe das hier anders aus. Diese erste Kurve ist nicht ohne. Ich glaube, wir haben hier letztes Jahr auch einige Abflüge gesehen. Nichtsdestotrotz trauen wir den Leuten hier durchaus zu, einigermaßen ohne größere Unfälle durch diese erste Kurve zu kommen. Sie hängt ein wenig nach innen, also sie ist etwas überhöht. Und man kann durchaus zu zweit da durchfahren. Aber das erfordert natürlich viel Disziplin.
So, auf der 1 im Bild Dennis Erner, auf der 2 Edgar Ostermann, auf der 3 war Kevin Flitsch, auf der 4 Stefan Hauenstein, auf der 5 Dominik Smoll. Dann geht's weiter mit Danny Volkert, Marc Klepnikow auf der 7, Fred Drunke auf der 8, auf der 9 Chris Pirchecker, Platz 10 für Martin Schmidt, Platz 11 für Jens Purkott, auf der 12 Oliver Ketzer, Robin Frischkopf auf der 13, auf der 14 Andreas Braun, auf der 15 Tom Krüger, auf der 16 Markus Farnold, auf der 17 Jens Erner, 18 Patrick Flüblisthaler, 19 Jürgen Engelhardt, 20 Ulrich Windmöller, Lars Borkowski auf der 21, auf der 22 Günter Karrer, 23 Michael Bregartner, 24 Stefan Hartleib und hier hinten kommt noch der Ralf Winwegen. Gefahren. So, wir gehen ganz nach vorne. In der Hoffnung, dass wir jetzt ein schönes Bild kriegen. So, auf geht's. Die Ampeln sollten jeden Augenblick angehen. Startlight Countdown has begun. Starting Light. So, da ist es. Passiert. Und ab geht's. Und da geht hinten. Oh, wow, 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 wow. Da geht's hinten mal ganz gleich richtig heftig zur Sache. Und hier schieben sie sich nochmal an. Meine Güte. Also, jetzt ist aber wirklich mal gut. Edgar Ostermann hat's erwischt. So. Dennis Erner. Nee, Edgar Ostermann hat es gar nicht erwischt. Blödsinn. Das Rennen scheint. Nee, das Rennen ist eingefroren. Es ist Gelbphase. So. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell der erste fahren darf. Aber es sieht ganz schön zügig aus. Wir haben jetzt das Sprintrennen über 20 Minuten. Danach gibt es kurze Pause, 5 Minuten. Also 10 Minuten dauert das dann immer so insgesamt, bis alle eingestellt sind. Kurzes Warm-up und dann geht es ab in das 40-minütige Hauptrennen. So, jetzt sieht es so aus, als ob das hier wieder freigegeben wäre. Ja, jedenfalls fightet man hier. Jo. So, Dennis Erner führt vor Kevin Flitsch und Edgar Ostermann. Stefan Hauenstein auf der 4. Robin Frischkopf ist vorgekommen von 13 auf 11. Jens Purkott von 11 auf 10. Und da vorne geht es jetzt hier aber richtig zur Sache. Eine hammerharte Vierergruppe hier. Ja, jetzt weiß ich nicht. Normalerweise heißt es ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Jetzt muss man sagen, wenn vier sich streiten, freut sich der Zweite, oder? Ich habe keine Ahnung. Bleiben die Reifen stehen. Andreas Braun, momentan bester G-Cup-Fahrer.
Der Chris Pirchegger, den hat's erwischt. Der war auf Platz 9 und ist jetzt 25. Ja, also hier geht sicherlich irgendwas, aber wir wissen nicht so genau, wann was geht. Und wenn wir jetzt irgendwo hingehen, dann wird's haarig. Robin Frischkopf auf der Verfolgung in Richtung Jens Purkott. Der tut so, als käme da eine Kurve, fährt ein bisschen Schlangenlinie und Robin Frischkopf macht es nach. Oi! Und da verabschiedet sich einer hier. Wer ist da jetzt abgeflogen? Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Ja, der arme Chris, der muss hier sehen, dass er Anschluss kommt an das Feld. So, Jens Purkott seinerseits versucht in Richtung Martin Schmidt vorzustoßen. Aber wir gehen mal zum Danny Volkert, der hat immerhin eine Position gut machen können. Und fährt momentan auf Position 5. Und Mark Lebnikov ist 6. Dann gucken wir mal zum Dominik Smoll, der ja scheinbar immer ein, zwei Runden braucht, bis er warm wird. Hat man ja auch im ersten Qualifying gesehen. Da ist er auf die zweite Position gefahren, hat eine ganze Zeit lang die erste gehalten. So, und jetzt ist er aber hier richtig dicht dran. Dennis Erner fährt die schnellste Rennrunde und jetzt gibt es hier den Angriff. Und da gibt der Marc, hoppala, was ist da passiert? Kevin Flitsch wird hier gerade durchgereicht. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt stimmt. Ich hoffe mal, dass das ein... Ja doch, sieht so aus. Fred Dohnke ist jetzt hier gerade überholt worden und Kevin Flitsch ist did not finish. Warum ist der das? Das sieht mir schon wieder nach einem Disconnect aus. Ja, das ist ein klassischer Disconnect. Eieiei, nimmt es dann doch kein Ende. Ja, und der führende Dennis Erner hat alles andere als ein leichtes Spiel. Normalerweise ist es so, dass der Erste dann doch einigermaßen befreit vorne wegfahren kann und sich dahinter die dahinter Platzierten in irgendwelchen 2- und 3-Kämpfen ja, ergehen bzw. Zeit verlieren. Aber das ist diesmal nicht so. Edgar Ostermann ist auf der zweiten Position. Stefan Auenstein ist vorgekommen auf die 3. Danny Volkert 4. Und Mark Lebnikov 5. hier im Battle mit Dominik Smoll. Ich glaube, von dem Dominik können wir jetzt hier im Moment am meisten erwarten. Nach der Vorstellung im Qualifying. Und jetzt versucht das auch. Geht hier nach innen und bremst sich in der ersten Kurve innen rein. Und das hat gepasst. Ganz, ganz sauber. Wunderbares Manöver. Und somit Dominik auf der Position 5. So, hier hinten um die 10. Position haben wir auch einen sehr, sehr netten Zweikampf. Nämlich mit Fred Dohnke, Martin Schmidt, Jens Purkott, Robin Frischkopf, Oliver Ketzer und Andreas Braun. Na gut, Andreas Braun ist schon ein bisschen weiter zurück. Jo, und da passt es. Da passt es. Jens Purkott holt sich die 8. Position von Martin Schmidt.
der hier einfach mit der falschen Linie da irgendwas versucht hat. Jetzt versucht er noch mehr und so wie es aussieht, verliert er da eher noch, wenn er es jetzt mit der Brechstange versucht, seinen Platz auch an Robin Frischkopf. Jo, und da versucht's hier der Oliver Ketzer außenrum. Ja, aber hat nichts gebracht. Robin Frischkopf sehr, sehr clever hier die Kampflinie, also die innere Linie zugemacht. Hier ging gut. So, und der Robin versucht es hier mit einer alternativen Linie, hat hier aber richtig zu tun mit dem Oliver Ketzer, der doch sehr, sehr ketzerisch hier mit dem vielfachen Meister, ja, und da war es dann auch schon, kam dann auch die Strafe auf den Fuß, das ist lustig. Ja, Robin Frischkopf hat ja mehrere Meisterschaften gewonnen, also alle Wintermeisterschaften, das ist jetzt die dritte, hat er siegreich beendet, die zwei vorhergehenden. In den Sommermeisterschaften fährt er ja jeweils nicht mit. Da frönt er ja seinem Hobby. So, gehen wir mal wieder nach vorne, weil da ist nämlich das Führungsduell am Brennen. Edgar Ostermann macht hier richtig Alarm auf Dennis Erner und man höre und staune, Stefan Hauenstein und da geht der Herr Erner stiften. Was machen die denn? Die fahren ja hier alle irgendwo sonst wo da lang. Naja, aber noch kann er sich innen halten und ist wohl wieder durch. Ja. Da wird Edgar ganz schön vor sich hinschimpfen. Aber das war sauber. Na, jetzt wird er optimistisch, der Edgar. Geht hier eine deutlich engere Linie. Kommt aber auch immer besser aus den Kurven raus als Erner. Erner muss so ein bisschen Kampflinie gehen. So, jetzt hat er allerdings... das wird wohl hier nichts mehr. Im Gegenteil, da wird wohl Hauenstein eher wieder rankommen. Genau. Also der größte Abstand in den Top 15 zwischen zwei Fahrzeugen sind 3 Sekunden. Dann kommt aber auch lange gar nichts. Gehen wir mal hier nach hinten. Da macht nämlich der Jürgen Engelhardt Alarm gegen Günther Karrer. Beides G-Cup-Fahrer. Der beste G-Cup-Fahrer ist auf Position 11, der Oliver Ketzer. Und ich sehe Tom Krüger ist auch raus. Auch ein Did Not Finish. So, und Edgar ist wieder dran und versucht es wieder. Ja, jetzt ist er erstmal vorbei. Jo!
Edgar Ostermann führt jetzt regulär. Nicht nebeneinander fahren, sondern hintereinander. So sieht das. Ja, da muss er zurückstecken. Das reicht nicht mehr. Aber Edgar Ostermann hier. Oh, und da berühren sie sich. Ist nichts passiert. Die Autos sind auch ziemlich robust. Danny Volkert ist auch mal irgendwann vorbeigekommen an Stefan Auenstein. Fünf Minuten noch zu fahren. Hier geht's aber wirklich ab, ihr Lieben. Auenstein versucht sich jetzt gegen Volkert wieder vorbei, aber klappt nicht. So, eigentlich haben wir wirklich überall noch Kämpfe. Micha Bregartner kämpft da hinten mit Jens Erner auf Position 18 und 19. Können wir durchaus auch mal hingehen. Der Oliver Ketzer ist immer noch dran am Robin Frischkopf. Jens Purkott ist mittlerweile vorgekommen bis auf die siebte Position. Und macht sich auf in Richtung Mark Lepnikov. Tja, und Edgar Ostermann hält sich hier wacker vorne. Also er geht jetzt in letzte Runde. Es wird dann noch eine Runde geben. Wir sind jetzt bei 3 Minuten 10, also bei 3:14, 15 ist er über Start und Ziel. Bei einer Rundenzeit von 1:38 ist das ziemlich sicher, dass er hier noch eine Runde fahren muss. Es sei denn, er hält das ganze Feld jetzt an. So, dann haben wir den Dennis Erner auf der 2. Den Danny Volkert auf der 3, Stefan Auenstein ganz dicht dahinter auf der 4 und auch nicht gar nicht so weit weg den Dominik Smoll auf der 5. Und erst dann ist ein größerer Abstand von 5 Sekunden, dann auf der 6 Mark Lepnikov, aber der kämpft schon wieder recht heftig mit Jens Purkott. Und ja, und so geht das dann eigentlich weiter bis Platz 10. Robin Frischkopf auf der 10 hat den Oliver Ketzer nach wie vor im Diffuser stecken, also das ist noch auch noch nicht ausgestanden, das Ganze. Mit dem 10. Platz geht es ja auch um die Pole für den 2. Lauf. Im 2. Lauf werden die besten 10 des 1. in umgekehrter Reihenfolge aufgestellt. Und damit startet der 10. Platzierte des 1. Laufes von der Pole. Na, da sind wir mal gespannt. Musik.
hier ist das Ganze so zu sehen aus der Sicht von Oliver Ketzer. Und da ist jetzt doch eine kleine Lücke zum Robin Frischkopf, wenn der sich jetzt so ein bisschen den Ketzer vom Hals halten kann, dann hat er gute Chancen, im zweiten Lauf vorne zu stehen. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass er sich jetzt mit dem Martin Schmidt hier irgendwo im Zweikampf verheddert, weil dann hat Ketzer natürlich noch eine Chance. Oliver Ketzer als bester G-Cup-Fahrer auf Platz 2, momentan Andreas Braun auf Gesamtrang 13 und 3 Günther Karrer auf der 15. So, was aber auch noch überhaupt nicht ausgestanden ist, ist diese Geschichte hier. Wir sollten in der letzten Runde sein. Jo, und wenn der Herr Erner hier weiterhin so abenteuerliche Linienwahlen trifft, dann wird's wohl auch schwer, nochmal am Ostermann vorbeizukommen. Sicherlich macht er da, sehe ich das richtig. Ich hoffe, das ist jetzt nur Reifenqualm bei Erner. Ich meine, da war auf der Geraden ein bisschen Qualm zu sehen. Technische Defekte darf es hier keine geben, weil mehr oder weniger alle noch in einer Runde sind hier. Ne, Stefan Hartleib ist eine Runde zurück. So, und er schafft es wirklich, 2-3 Sekunden vor der Ziellinie das Ganze zu beenden. Edgar Ostermann gewinnt vor Dennis Erner und Danny Volkert. Auf der 4 dann Stefan Hauenstein, 5 Dominik Smoll, auf der 6 Marc Lebnikov, auf der 7 Jens Purkott, Fred Donker, auf der 8, 9 für Martin Schmidt, Robin Frischkopf wird tatsächlich 10. Oliver Ketzer 11. auf der 12 Markus Farnold, 13 Andreas Braun, Patrick Flügelsthaler auf der 15, Leute, ihr müsst weiterfahren, die fahren noch Rennen hier, die sind noch nicht über Start und Ziel. Auf der 16 Jürgen Engelhardt, nee, 15 Günther Karrer, Jürgen Engelhardt auf der 16, auf der 17 haben wir den Ulrich Windmöller, auf der 18 den Jens Erner, Micha Bregartner auf der 19, Lars Borkowski auf der 20, Ralf Minwegen 21, 22 Chris Pirchecker, 23 Stefan Hartleib, ausgeschieden Tom Krüger und Kevin Flitsch. Tja, meine Lieben. Das war der erste Lauf und turbulenter kann es kaum noch zugehen, aber Superlative zu finden ist sowieso schwierig bei dieser Rennserie, weil das ist jedes Mal so eine Action und allein schon durch das Format. Und wir werden jetzt im zweiten Lauf nochmal eine kleine Steigerung sehen, zumindest in der ersten Rennhälfte, wenn bis zu den Boxenstopps über 40 Minuten, also so die ersten 20 Minuten werden wohl mindestens genauso turbulent, eher noch ein bisschen, ja, weil natürlich die Cracks, die jetzt hier gewonnen haben, dann von Platz 10 starten, 10, 9, 8, 7, und die dann natürlich auch wieder vor nach vorne wollen. Ja, und dann werden wir das sehen, was dann da passiert. So, jetzt klicken wir da mal rein. Genau, und jetzt haben wir hier ein schönes Bild, wie die hier alle in die Box kommen. Genau. Und hier haben wir so ein bisschen Plakat auch. Da wollen wir nämlich mal sehen, was für einen Tag wir heute haben, um wie viel Uhr es losging und vor allem, wo wir sind, nicht wahr? Genau.
So, wir warten jetzt im Prinzip auf den Server Restart. Und der erfolgt jetzt auch, so wie es aussieht. So, na, hoffen wir mal, dass das jetzt relativ schnell geht. So, wir sollten wieder alle da sein. Ja, das sieht gut aus. Allerdings nur 23 Fahrzeuge. So ein paar Leute haben die Verbindung verloren. Oliver Ketzer zum Beispiel. Tom Krüger. Ja, gut, die waren ja noch, sind ja noch ausgefallen von denen. Ich denke mal, die joinen noch nach. Ja, werden wir mal gucken. So, dann werden wir hier, damit wir hier nicht wieder irgendwie in Schwulitäten geraten, weil wir den Banner zu lange zeigen oder den Flyer, gehen wir mal wieder schön auf die Strecke. Ich meine, wenn Jens nicht mit mir kommentiert, vergesse ich das ja auch nicht. Nein, stimmt nicht. Ich habe es hier auch schon vergessen, als ich alleine war. Das war so ein Running-Gag vom letzten GT3 Cup. Da haben wir es nämlich auch vergessen. Aber da konnte ich es auf Jens schieben. Jetzt habe ich aber niemand, auf den ich schieben kann. Also müssen wir auch mal ehrlich sein. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. So. Ja, es wird weitergeschaltet. Irgendwie gestaltet sich das aber alles gerade recht zäh. Also nicht. So, jetzt geht's auch wieder weiter. Genau. So. Und jetzt sind wir im Warm-up. Ab jetzt 5 Minuten und dann dürfen wir uns auf das 40-minütige Rennen freuen. Das Hauptrennen des heutigen Abends. Irgendwie hat er es aber keine Lust, hier rauszufahren. Doch, 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 da fährt einer. Der Ulrich Windmöller. Der, ja, ist hier direkt mutig und geht hier mal vorwärts. So, und auch Stefan Auenstein geht raus. Ja, die Startausstellung würde jetzt wie, oder sollte wie folgt aussehen. Robin Frischkopf und Martin Schmidt in der ersten Startreihe. Fred Donke und Jens Purkott in der zweiten. Marc Lebnikow, Dominik Smoll in der dritten.
auf der 7 und der 8 dann Stefan Hauenstein und Danny Volkert in der vierten Startreihe und in der fünften auf Platz 9 und 10 dann Dennis Erner und Edgar Ostermann. Ja, und das wird natürlich sehr, sehr spannend. Es ist ein bisschen schade, dass die Cracks wie Frischkopf und Schmidt in der ersten Startreihe stehen. Ich denke mal, da wird uns so ein bisschen die Action verloren gehen, aber auf der anderen Seite, die sind ja nicht umsonst im ersten Lauf auf 9 und 10 ins Ziel gekommen. Das ist ja nicht, weil sie besonders langsam gefahren wären, sondern die haben natürlich Gewicht im Auto. Und von daher ist es durchaus denkbar, dass da so ein paar Cracks, Hauenstein, Volkert, Erner, na Ostermann sowieso, dass die da schon noch nach vorne reinfahren und da richtig Stress machen. Aber dann wird es aber auch wirklich spannend. So, dann kommt der erste schon wieder in die Box. Das müsste der Ulrich sein. Jo, genau so ist es. Ja, der macht eine Boxendurchfahrt. Gar nicht mal so dumm. Das nochmal hier kurz vorm Rennen einmal zu checken. Tja, werden wir mal schauen. Zeit läuft, da ist in einer Minute abgelaufen. Sollte ich vielleicht noch nutzen. Genau. Ich weiß nicht, ob es zu hören war, aber ja, werden wir sehen. Zeit ist runter. Stefan Hauenstein, Rick Füßisthaler, Ola Ketzer und Robin Frischkopf sind noch auf der Strecke. So, und weiter geht's. Und wir sind in der Race Before Phase. Und hier unten läuft die Startaufstellung durch. Es ist keine Qualifying Time, aber es ist die Startaufstellung. Qualifying haben wir ja nicht. So, mittlerweile sollten jetzt auch alle da sein. Edgar Ostermann, was ist mit dem? Wieso steht der auf der 24? Der sollte eigentlich auf 10 stehen. Da gibt es einen Restart, genau. Ein Restart-Warm-Up hätte gereicht, da hätte man nicht den ganzen Server neu starten müssen.
So, jetzt sollte es aber funktionieren. Wir warten auf das Timing. Jetzt ist es richtig. Jetzt stimmt es. Genau. So, jetzt läuft sie unten nochmal richtig durch. So, die Autos werden jetzt hier in die Startaufstellung geworbt. Genau, und auf geht's zur Formation Lab. Gehen wir sie einmal durch. Auf Platz 1 Robin Frischkopf. Auf der 2 Martin Schmidt. Auf der 3 Fred Dohnke. Auf der 4 Jens Purkott. Platz 5 für Marc Lepnikov. Auf der 6 Dominik Smoll. Auf der 7 Stefan Hauenstein. Platz 8 für Danny Volkert. Auf der 9 Dennis Erner. Und 10 der Laufsieger des ersten Laufes, Edgar Ostermann. Dann in der normalen Reihenfolge weiter, Oliver Ketzer, auf der 12 Markus van Holt, 13 Andreas Braun, 14 Patrick Flüglisthaler, 15 Günther Karrer, 16 Jürgen Engelhardt, da kommt er, das gelbe Ding, 17 der Ulrich Windmüller, 18 Jens Erner, 19 Micha Bregartner, 20 Lars Borkowski, 21 Ralf Minwegen, 22 Chris Birchegger und Stefan Hartleib als 23. Tom Krüger fehlt und auch der Kevin Flitsch, beide fehlen. Wollen wir hoffen, dass bei dem Kevin nicht alles abgeraucht ist jetzt. So, da kommen die Herrschaften. So, da hinten qualmt es noch ein bisschen. Und jetzt sollten die Ampeln angehen. Da sind sie. Und ab geht der zweite Lauf. Und Frischkopf kommt gut weg. Diesmal dreht sie. Oh, natürlich knallt es da hinten wieder einen weg. Wer ist das? Der Lars Borkowski, den hat es erwischt. Robin Frischkopf hier mit einem sehr, sehr guten Start. Sehr gut weggekommen. Martin Schmidt verliert eine Position gegen seinen Teamkollegen, gegen Fred Dohnke. Und Edgar Ostermann wird wieder, der hat ein paar Plätze gut gemacht, ist aber wieder durchgereicht worden. Oh, Oliver Ketzer hier. Oh, ja, jetzt fahr, Junge, fahr. Er biegt ab und da kommt der nächste geflogen. Was ist hier los? Eieiei. Edgar Ostermann did not finish. Und Chris Pirchegger und Marc Lepnikov. Sehr, sehr ärgerlich. Da fehlt uns jetzt nämlich so ein bisschen der Hecht im Karpfenteich.
So, Martin Schmidt ist aber wieder vorbei an Fred Dohnke und ist jetzt auf der Verfolgung von Robin Frischkopf. Die sind, glaube ich, mit ähnlich viel Gewicht unterwegs, die beiden. Fred Dohnke auf 3, Jens Burkhardt auf 4, also der ist da gestartet und fährt da auch noch. Stefan Hauenstein auf 5. Dominik Smoll auf der 6, auf der 7 Danny Volkert, auf der 8 Dennis Erner, auf der 9 Oliver Ketzer und die Top 10 komplettiert Markus Farnold, was mich sehr freut. Jens Erner auf der 11, der ist richtig gut nach vorne gekommen, ich glaube der ist von 17 gestartet. Patrick Flüglichsthaler auf der 12, auf der 13 Günther Karrer, auf der 14 Ralf Minwegen, 15 für Ulrich Windmüller. Auf der 16 Jürgen Engelhardt, auf der 17 Andreas Braun, 18 Micha Bregartner, 19 Lars Borkowski. Das waren sie, die im Rennen verblieben sind. Was ist mit dem Stefan Hartleib? Der steht an der Box und lässt reparieren. Eieiei, den trifft's aber auch wirklich jedes Mal. So, wir gehen mal wieder nach vorne. Bester Skicup-Fahrer ist wiederholt jetzt Oliver Ketzer. Ja, und den Chris Pirchecker, der ein sehr, sehr gutes Quali gefahren ist, den hat es jetzt zweimal aber richtig zerlegt. Im ersten wie auch im zweiten Lauf. Also Totalausfall. Wochenende komplett zum Wegwerfen. Ja, Wochenende ist gut. Die Wochenmitte komplett zum Wegwerfen. So, ja, da hat sich momentan nicht so wahnsinnig viel geändert. Wir gehen mal auf die Position 6, weil hier ist erfahrungsgemäß immer das meiste los und dem ist hier auch gerade so. Denn die Volkert kämpft hier mit Stefan Hauenstein, der zwischenzeitlich schon wieder mal 2 Plätze verloren hat. Da wissen wir jetzt auch nicht so hundertprozentig, wobei das passiert ist. Aber in dem Getümmel ist eigentlich alles denkbar. Hier. Genau. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder die Heckkamera suchen. Ah, da war sie. Toll. Oh! Da schiebt der Danny Volkert den Dominik Smoll ein bisschen an und kommt mal selbst quer. Aber hat für Hauenstein nicht gereicht, um da vorbeizukommen. Aber jetzt vielleicht. Weil das war ein bisschen sehr spitz, der Winkel. Genau, und da geht Hauenstein durch. Das lässt er sich... Naja, durch ist er noch nicht ganz. Noch sind sie nebeneinander. Aber die nächste Kurve dürfte wieder die für Hauenstein sein. Genau. Und da... Doch, er ist durch. Er ist durch. Und dahinter kommen... Boah, was machen die hier? Ja, Wahnsinn. Das ist überhaupt nur ein Hauenstein hier, wirklich. Ach, und jetzt der Fehler von Dennis Erner. Nee, von Dominik Smoll. Entschuldigung. Wer blickt denn hier noch durch?
Ja, so kann es gehen. Dennis Erner jetzt 7., Stefan Hauenstein 6., Ulrich Windmöller und Ralf Minwegen, die battlen sich hier auch schon seit einiger Zeit. Wechseln immer mal die Position. Ja, Stefan Hartleib ist jetzt auch raus. So, und Danny Volkert macht Alarm in Richtung Jens Purkott. Meine Fresse, was hier abgeht. Ah, hallo Edgar. Na, hat sich zerlegt, mein Lieber. Ja, zerlegt. Also ein Wappen wieder drinnen. Nicht zum Fahren, weil Fahrzeuge sind hin und her gesprungen. Vor mir hat sich der Danny, glaube ich, duelliert, hat er den angeschubst, umgedreht. Dann habe ich ihn leicht angeschubst, habe von hinten eine bekommen und dann war es vorbei. Ja. Mit den Herumwappen ist das kein Fahren. Ja. Leider. Ja, wie gesagt, also das ist, ja, da müsst ihr mal gucken, warum das bei dir so extrem ist. Und jetzt habe ich einen neuen Rechner aufgesetzt, also einen neuen Rechner gekauft. Ach was, echt? Eine 16er Leitung, also Glasfaserleitung. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Aber ja. Gut, okay. Ist so, kann man nichts machen. Ich glaube. Nee, da kann man jetzt momentan gar nichts machen. Da können wir auch spekulieren ohne Ende. Da werden wir jetzt die Ursache auch nicht finden, aber also, das ist schon sehr ärgerlich. Kann man nichts machen. Dann, ja, hoffe ich mal, dass du im GT3 Cup dann wieder ein bisschen mehr Glück hast. Und ja, war schade. War ja, mit einem Versuch. Ne? Ja, so. Mein Lieber, dann hören wir uns aber nachher noch, ne? Achso, genau, ja. Okay. Ja. Viel Spaß. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen. Ja, genau. Okay. Bis dann. Ciao. Ja, wie gesagt, der Edgar, ich meine. Okay. Ja, genau. Danke, tschüss. Ciao. Ja, wie gesagt, der Edgar hätte vielleicht hier noch ein bisschen was reisen können von seinem 10. Platz aus. Er hatte ja einen sehr guten Start und hatte ja, glaube ich, 3-4 Plätze gut gemacht und ja, ist natürlich sehr schade jetzt, dass er jetzt nicht mehr dabei ist, weil die fahren jetzt hier alle ganz brav, so ein bisschen fehlt er. Also momentan gibt es hier kaum Verschiebungen, die sind alle nur in 0,2, 0,4 Abständen, 0,3 von Platz 4 bis Platz 7, das ist hier alles einen Pulk. Aber, was soll man machen? So ist das. So, gehen wir mal wieder irgendwo ein bisschen weiter. Dennis Erner und hier, ich glaube, hier ist es auch nochmal richtig, Dominik Smoll ist zurückgefallen bis auf die 8. Jetzt lässt er hier sogar ein bisschen Luft in Richtung Oliver Ketzer. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Warum? Hat er jetzt ein Problem mit dem Auto? Oder will er einfach mal Luft holen? Weil guckt euch das an, diese Reihe hier. Wie an der Schnur gezogen. Thank you.
So, dann gehen wir mal zu Dennis Erner. Hier ist nämlich mal aber sowas von Alarm. Aber so richtig, richtig Positionswechsel gibt es hier nur wenige. Da vorne wird es jetzt mal eng zwischen Hauenstein und Donke. Hauenstein dürfte jetzt hier vorbei sein oder nicht. Donke hält noch dagegen. Parallelflug durch die Kurven. Und jetzt ist Hauenstein erstmal durch. Hauenstein somit Dritter jetzt im Moment. Das heißt aber noch lange nicht, dass das am Ende auch noch so ist. Im ersten Lauf ist er Vierter geworden, da wird er wohl nicht so ganz glücklich gewesen sein. Ja, momentan verliert Donke aber dann doch direkt auf Hauenstein. Das bedeutet, er muss jetzt echt gucken. Da hinten kommen Danny Volker, Dennis Erner, Dominik Smoll. Also schlimmer kann es kaum kommen. Ja, und da ist er auch schon dran. Noch kann er sich vorne behaupten und das ist so ein bisschen, also ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht, warum der Dominik da so aggressiv zu Werke geht. Das hat er jetzt davon, nämlich erstmal ordentlich Rückstand. Und jetzt hat er natürlich den Oliver Ketzer und auch den Markus van Holt hinter sich. Dennis Erner, was ist dem denn? Ach, der war schon in der Box. Der hat sich hier aus dem Getümmel rausgezogen, ist in die Box gegangen. Wir sind noch nicht ganz bei der Halbzeit, aber das macht schon durchaus Sinn. Er muss zwar ein bisschen mehr tanken, hat allerdings natürlich mit Zitronen gehandelt, wenn er mit wenig Sprit losgefahren ist. Wenn er den Tank voll hat, muss er natürlich jetzt auch nicht mehr allzu viel nachtanken. Ich glaube, hier braucht man gar nicht so wahnsinnig viel kommentieren, dass die Bilder sprechen hier mehr oder weniger für sich.
Das ist schon ziemlich cool, was die Jungs hier machen. Schöne Dreiergruppe. So, Dominik. Oh, Markus Farnhold. Was ist da jetzt passiert? Fred Donke auf 6, Dominik Smoll auf 5. Der ist jetzt irgendwie endlich durch. Und Danny Volkert ist hier dran an Martin Schmidt. Stefan Hauenstein mittlerweile Zweiter. So, das war aber mal ganz sauber gemacht. Da gab es zwar noch eine Berührung, da gibt es auch eine kleine Lichthupe zurecht. Wenn der so weit durchsticht, dann muss man ihm ein bisschen Platz lassen. Danny Volkert vorbei an Martin Schmidt und setzt sich hier auch gleich zügig ab. Also keine Gefahr mehr. So, und der Stefan Hauenstein, der hat auf den Robin Frischkopf ja 1,5 Sekunden Rückstand. Aber ich befürchte mal, er fährt daran. Schon allein deswegen, weil er deutlich leichter ist als... Ja, Dennis Erner fährt die schnellste Rennrunde jetzt, nachdem er aus der Box ist. Frischkopf kann das einigermaßen halten hier, diesen Vorsprung. Wir gucken mal Günther Karrer auf der 10. Das freut mich sehr, dass er so weit nach vorne gekommen ist. Ich glaube, der hat ein bisschen Battle hier mit Ralf Minwegen auf 9. Bester Skicup-Fahrer Jens Erner auf Platz 5. Fällt mir mal gerade so auf. Dann auf Platz 9, zweitplatzierter G-Cup-Fahrer Ralf Minwegen, dahinter Günther Karrer auf der 3. So, jetzt war hier. Hammergeiles Manöver, sauber gemacht. Ja, und da muss man wohl, und Jens Purkott fällt zurück, weil... Warum fällt er zurück? Ah, er war in der Box. Das ist natürlich ein Indiz.
So, jetzt müssen wir so ein bisschen die Phase der frühen Boxenstopps abwarten. Und um hier wieder irgendwie sagen zu können, was jetzt hier gerade passiert oder nicht passiert. So, gucken wir mal weiter. Oliver Ketzer ist jetzt 15. Und da vorne fährt Robin Frischkopf. Fred Dohnke ist jetzt Führender, weil Robin Frischkopf in der Box ist. Auch Danny Volkert ist in der Box. Und das ist jetzt vielleicht nochmal ganz spannend, wer von den beiden jetzt zuerst rauskommt. Also zumindest ist Frischkopf eher abgebockt worden, aber wird nochmal aufgebockt. Ja, das passiert aber auch bei Volkert. So, und Frischkopf fährt los. Jetzt die Frage, wo kommt er raus? Wo kommt er raus? Kann er sich, ja, kann sich noch halten vor Martin Schmidt? Frage ist natürlich jetzt, was ist mit Stefan Hauenstein? Der ist jetzt auf der Position 6, also auch der war wohl in der Box. Ja, und jetzt haben die beiden natürlich hier einen feinen Kampf. Jens Erner auf Platz 2 als bester G-Cup-Fahrer, Fred Dohn geführt. Allerdings waren beide noch nicht in der Box. Aber wollen wir natürlich mal den Fred Dohnke, der kommt jetzt hier als Führender in die Box. Und auch Jens Erner kommt rein. Und dann wird Robin Frischkopf wieder die Führung übernehmen. Bleibt natürlich die Frage, was ist mit Stefan Hauenstein passiert? Hat der den Boxenstopp vermasselt oder weswegen ist der jetzt auf der 6? Weil der war auf eine Sekunde oder sogar unter einer Sekunde an Robin Frischkopf dran vor den Boxenstopps. Aber so wie es aussieht, kann sich Frischkopf hier den Martin Schmidt vom Hals halten. So, und das ist auch etwas, was man nicht allzu häufig sieht. Günther Karrer auf Position 3. Aber auch der Günther war noch nicht in der Box. Stefan Hauenstein 4. Das heißt, wenn Günther Karrer jetzt reinfährt, ist der Stefan 3. Aber nichtsdestotrotz war der schon mal vorbei an Martin Schmidt. Also da muss in der Box irgendwas gewesen sein oder er hat sich in der Runde zur Box nochmal irgendwo zerlegt. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, das werden wir aber nachher in den Interviews wohl hören. Denn dass er Dritter wird, ist einigermaßen sicher. Sofern Dennis Erner hier nicht noch irgendwo ein Turbo auspackt. So, und hier geht momentan die eigentlich vierte, momentan um die fünfte Position. So, und hier passiert's. Hauenstein, nee, Moment. Hauenstein geht vorbei an Günther Karrer, holt sich also auf der Strecke den dritten Platz zurück und hat jetzt 7,5 Sekunden Rückstand auf Martin Schmidt.
Und der hat seinerseits schon wieder gut, ja, anderthalb Sekunden Rückstand auf, naja, etwas über eine Sekunde auf Robin Frischkopf. Tja, was soll man sagen? Oder was sagt man dazu? Günther Karrer reitet jetzt hier mit Dennis Erner und nimmt dem somit die Chance. Ja, was heißt die Chance? Der gibt da nicht nach. Ja, dann muss er aber auch... Ja, doch, das macht er sauber. Aber gut, ist jetzt auch erledigt. Dennis Erner vorbei und kann sich jetzt seinerseits auf die Verfolgung von Stefan Hauenstein machen. Hat aber auch schon 3 Sekunden Rückstand auf den. So, jetzt gucken wir mal zum Danny Volkert, weil der ist jetzt der Nächste, der an Günther Karrer dran ist. So, wo haben wir denn noch ein bisschen Zweikampf? Eigentlich momentan nirgendwo so richtig. Also das war, ja, da war der erste Lauf dann doch diesmal der bessere oder der spannendere. Jens Purkott könnte uns noch ein bisschen Spaß jetzt gerade machen. Der fightet hier gegen Oliver Ketzer. Und Stefan Hauenstein fährt die schnellste Rennrunde. Nicht schlecht. So, was soll man jetzt sagen oder was soll man machen? Es ist leider mit dem Ausfall von 5 Fahrern oder sagen wir mal von 4 Fahrern bis 3 in der ersten Runde und in Runde 3 dann der Stefan Hartleib und Runde 11 der Dominik Smoll. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und Robin Frischkopf hat das da vorne im Griff, führt es mit 2 Sekunden Vorsprung auf Martin Schmidt. So, und Günther Karrer war jetzt, glaube ich, auch an der Box, genau. Der Einzige, der noch nicht an der Box war, war Ralf Minwegen. Dafür war Ulrich Windmüller schon 2-mal. Vielleicht können sie das ja irgendwie miteinander verrechnen. Thank you.
also es sind, die Volker hat eventuell noch ein kleines Duell hier mit Dennis Erner. Das ist ja auch immer sehr sehenswert, die beiden. Jetzt ist er aber dran. Naja, so ganz reicht's wohl noch nicht für die erste Kurve. Schon Wahnsinn, wenn man so diese Kamera hier hat. Also da kann man schon tolle Videos machen. Ja, hallo Herr Enger. Oh, Herr Puckert, er ist draußen. Mein Gott. Was ist passiert, Jens? Ich hab die Nase voll. Wie, du hast die Nase voll? Du hast da wohl nicht aufgehört. Einfach ohne Grund. Nein, ich bin jetzt gerade irgendwie unwillkürlich nochmal an die Mauer gefahren und für heute reicht's. Also. Okay, alles klar. Auto ist abgebogen und nee. Ja nun, also wie gesagt, sehr gut, der zweite Lauf ist jetzt, gestaltet sich auch so ein bisschen zäh in Ermangelung von guten Fahrern. naja gut, also ein paar sind ja noch dabei, aber ich meine, allein die erste Runde hat ja schon richtig reingehauen und dann, ja, dann natürlich jetzt Dominik Smoll raus, du raus, Stefan Hartleib raus, Marc Lebnikow, Edgar Ostermann, Chris Pilchegger, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich auf dieser Strecke. Wir haben jetzt hier mal gerade noch ein Duell, da sind wir auch gerade drauf. Ach nee, da vorne der Stefan Hauenstein macht nochmal ein bisschen Alarm Richtung Martin Schmidt. Weißt du denn, was dem Stefan passiert ist? Warum der irgendwie bei nach dem Boxenstopp so weit zurück war? Hat der einen Boxenstopp versemmelt oder Stefan war Stefan Hauenstein, das weiß ich ja nicht, nein. Das war weit vor mir, nachdem ich ja ein bisschen zurückgefallen bin, unfreiwillig. Ja, Jens. War ja abzusehen, ne? Hat sich ja angekündigt, ne? Was denn, dass sie denn nämlich umdreht? Nee, dass das Rennen nicht so gut läuft für dich heute. Ja, gut, nach der Einführungsrunde, da magst du wohl recht haben. Fakt ist, dass ich einfach mit einem riesen Hals fahre. Wir haben ja, wie du es mitbekommen hast, hier Modelle geswitcht und Riesenarbeit gemacht und drei Leute sind ausgestiegen, weil die Probleme immer noch da sind und wir führen einen G-Cup ein, haben jetzt nur 18 Autos auf der Strecke. Also ich bin zwischendurch ein bisschen abgelenkt große, gewesen, ja. Okay. Ja gut, wie gesagt. Und dann dreht der Danny mich noch, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Ja, der Danny war heute auch ansonsten ziemlich aggressiv. Habe ich schon ein, zwei Szenen gesehen. Ich weiß nicht, ob der heute auch irgendwie so ein bisschen Frust ablässt, jetzt versucht Hauenstein hier innen, aber ja, der Martin Schmidt mit seinen, ja, der hat doch gut Kilo, ne? Der Schmidt. Ja, und der Robin noch mehr, der gerade führt, der hat über 70 Kilo. Ja. Was ja im ersten Lauf auch sehr deutlich war mit Platz 9 und 10, und da konnte man sich das ja an fünf Fingern abzählen. Hauenstein geht jetzt hier innen durch. Nächste Kurve ist aber wieder. Oh, joi. Meine Fresse. Aber jetzt ist Hauenstein vorbei. Und ich denke mal, ein Martin Schmidt sollte jetzt mit seinen, wie viel hat der? 45, 50 Kilo? Was hat der? 50 oder 55, ja. Ja, genau. Also der sollte jetzt dann doch mal sich seiner Kilos erinnern. Und
ja, und den Hauenstein ziehen lassen. Ich denke mal, ein dritter Platz mit diesen Kilos ist immer noch akzeptabel. Und ja, bis zu der fahrerischen Leistung eines Robin Frischkopf fehlt ihm einfach noch ein Stück. Also von daher werden wir mal gucken, was am Ende hier rauskommt. Ja, Hauenstein ja im ersten Rennen auch nicht so wahnsinnig glücklich unterwegs gewesen. So, gehen wir nochmal hier ganz kurz durch. Dennis Erner auf der 4. Die ersten drei haben wir jetzt lang genug gezeigt. Denny Folkert auf der 5. Markus Farnold auf der 6. Auch der wieder richtig gut heute. Aber der hat noch Spaß hier mit Fred Dohnke. Und dahinter auch Oliver Ketzer. Also der Ketzer hat ja auch ein sehr, sehr hammergeiles Rennen gefahren heute, oder? Mit dem hat es ja richtig gut zu tun im ersten Lauf, ne? Ja, absolut. Das ist ja, ich glaube, der Robin hat im ersten Lauf noch mehr mit ihm zu tun. Gerade so zum Ende hin um Platz 10. Ja, Robin, stimmt. Ja, genau. Aber Olli ist einfach sauschnell, hat einfach eine lange Pause gemacht, ist ein bisschen eingerostet, die Reflexe müssen erst wieder wach werden. Ja. Und genau. Ich glaube, wenn er jetzt regelmäßig fährt, was er ja macht, ist er noch für dieses eine oder andere wirklich gute Ergebnis. Ja, kriegt er hin. Ja. Ja, das ist... ist schon eine coole Sache. Und zumindest haben wir jetzt hier noch ein schönes Trio, was mich doch sehr freut. Ja, hinten ist es auch nochmal. Gehen wir nochmal ganz kurz zum Micha Bregartner. Obwohl das hier eigentlich schon fast Frevel wäre, hier jetzt wegzugehen. Aber nichtsdestotrotz, sonst heißt es wieder, wir haben wieder nichts gezeigt von hinten. Jo! Windmüller vorbei an Bregartner und Bregartner vorbei an Windmüller. Nö, noch nicht. Also die da haben da hinten heute auch richtig Spaß gehabt. Mein Günther Karrer zeitweilig auf dem zweiten Platz. Das war schon mal sehr geil. Wenn es auch nur durch die Boxenstopps bedingt war. Ja, also auch hier haben wir jetzt ein Trio. Und die Zeit ist aber abgelaufen, das heißt, wir müssen, ja, da haben wir nämlich schon den Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an Robin Frischkopf. Auf Platz 2 dann Stefan Hauenstein. Auf der 3 Martin Schmidt. Dennis Erner wird Vierter. Und Danny Folkert Fünfter. Markus Farnold auf der 6. Nö, vergiss es. Der wird hier noch... Oh, schafft er das noch über die Startziel? Dem ist der Sprit ausgegangen. Der steht irgendwie 150 Meter vor, also an der Boxeneinfahrt. Oh, wie bitter, wie bitter. Somit Fred Dohnke 6., Oliver Ketzer 7. Ja, schiebt den doch mal einer ins Ziel hier. Markus Farnold wird... Ja, weiß ich nicht. Der wird es komplett durchgereicht. Patrick Flüglisthaler auf der 8. Oliver Ketzer 7. Jens Erner 9. Günther Karrer wird noch ganz knapp vor Andreas Braun 10. Andreas Braun dann logischerweise 11. Markus Farnold, ja, jetzt auch 12. Jetzt hat er Did Not Finish gedrückt. Aber hat nur 23 Runden. Das heißt, er fällt jetzt noch zurück bis auf Platz 18. Ich gucke nee, Jürgen Engelhardt wieder. Alles klar. Jürgen Engelhardt ist dann noch hinter ihm. Der ist insgesamt eine Runde zurück. Ja, mein Gott. 13. Nee, auf der 12. Genau. Da haben wir nämlich dann den Ralf Minwegen. Auf 13 Micha Bregartner. Auf 14 den Lars Borkowski. Ulrich Windmüller auf der 15. Markus Farnold dann 16. Jürgen Engelhardt 17. Ausgefallen. Jens Burkert, Dominik Smoll, Stefan Hartleib, Marc Lepnikow, Edgar Ostermann und Chris Pirchecker. Das hat man schon, so viele Ausfälle hat man schon lange nicht mehr. Also, Leute. Das ist heavy.
So, bester G-Cup-Fahrer. Oliver Ketzer auf Platz 2, Günther Karrer und 3 für Andreas Braun. Platz 4 für Ralf Minwegen, 5 Lars Borkowski, 6, ja, eigentlich ausgefallen, Stefan Hartleib. Der hat auch keine, selbst wenn es hier eine Prozentregelung gäbe, was gefahren sein muss. Also der bekommt keine Punkte mehr. Ja, das ist natürlich jetzt eine Geschichte, meine Güte. Wer hätte das gedacht? Im ersten Lauf muss ich noch nachholen. Auch Oliver Ketzer auf 1 im G-Cup. Andreas Braun 2. und Günther Karrer 3. Also das ist, ähnelt sich alles so ein bisschen. Und ich hätte dann die Herrschaften gerne alle hier zum Interview. Natürlich auch den Edgar Ostermann, den Dennis Ernern, den Danny Volkert und den Robin Frischkopf und den Stefan Auenstein und den Martin Schmidt. Ja, ich glaube, da haben wir hier tatsächlich, das ist ja ganz was Seltenes, 6 verschiedene Fahrer auf dem Podest in 2 Läufen. Ja, tatsächlich. Das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Kann ich mich nicht dran erinnern. Jo, mein Gott, so ist das. So. Jetzt weiß ich nicht so wirklich, ob jetzt hier die Herrschaften schon da sind. Ich sehe das nämlich. Oh ja, die sind schon da. Heieieiei. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen hier zu den Siegerinterviews dieses Laufs hier in Zandvoort, dieses denkwürdigen Renntages. Denkwürdig deswegen, weil der erste Lauf so lief, wie er eigentlich immer lief, läuft hier, nämlich super spannend, super tolle Fights. Der zweite dagegen, das war jetzt nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, was da passiert ist, aber kommen wir mal im Einzelnen dazu, kommen wir erstmal zum ersten Lauf und fangen mit dem G-Cup an, damit die Herrschaften da vorne, der Edgar noch ein bisschen länger warten muss, der wollte ja vorhin schon gehen. Genau. Günther Karrer. Ich bin schwer begeistert. Ist er überhaupt hier? Nee, der sitzt noch da oben. Kann den mal einer holen? Dann müssen wir ja doch erstmal mit dem... Dass die jetzt auch interviewt werden, das wissen die gar nicht, wa? Eieieiei. Hallo. Ja, da ist er, der Günther. Ja, wunderbar. Günther, herzlichen Glückwunsch. 3. Platz im G-Cup. So, und nun, ja, muss ich ehrlich sagen, du bist ja, also im ersten Lauf, und du bist ja auch im zweiten Lauf, jetzt muss ich gucken, bist du auch 3. geworden. Genau, 2x 3. Platz. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, du warst im zweiten Lauf, also konzentrieren wir uns mal auf den zweiten mehr, bis auf Platz 2 vor, aufgrund der etwas anderen Boxenstrategie. Ging dir da ein bisschen die Muffe da vorne, oder wie fühlst du dich jetzt überhaupt mit dieser Wertung, mit dieser G-Cup-Wertung? Also die Wertung ist toll, lustig für uns hinten und eigentlich wollte ich die da vorne nur ärgern. Ja, das so sah es auch aus und das hast du auch teilweise recht gut geschafft und auch recht gut gemacht. Also gar nicht mal irgendwie rumgestanden im Weg, sondern richtig schön gefightet. Also konnte man sehr gut erkennen. Also freut mich sehr, dass ich dich auch mal im Interview habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche. Und freut mich sehr. Also hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen öfter passiert und dass man sich hier wieder so ein bisschen zusammenrauft und dann wieder so Richtung Gen 30 Fahrer kommt, damit das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß macht. Aber wir werden sehen. Also, meine Damen und Herren, Günther Karrer, 2x Platz 3. Auf Platz 2 im ersten Lauf als G-Cup-Fahrer haben wir den Andreas Braun. Ist er denn da? Der Andi ist da. Andi. Ja, ja so. Mensch. Total happy. Ja, erzähl mal einfach. Ja, hab gesehen, bin dann auf Platz 2 im ersten Lauf und hab gemerkt, die Reifen, die bauen ab und hab den Bus noch nach hinten orientiert, damit ich keine Zeit dann verliere und zack, erste Mal auf Treppchen. Ja, ist doch mal eine coole Nummer und auch dir gefällt die Geschichte mit dem G-Cup sicherlich ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Eben jetzt im zweiten Lauf, ich glaube, der Günther war dann vor mir. Ja. Mit einer Hundertstel, das war Wahnsinn, echt. Ich bin durch, ich kann jetzt duschen. Alles klar, ja. Andi, dann macht das mal. Schön, dass das hier so viel Spaß macht und hoffentlich hören alle anderen hier mit zu. Und ja,
toi 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 fürs nächste Mal und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hätte ja beinahe fast zwei Treppchen gereicht. Ja. Aber gut. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, genau. Wir wollen ja nicht, muss ja noch ein bisschen Platz für Steigerungen sein, ne? Genau. Alles genau. Klar. Okay. So, kommen wir wieder zu Lauf 1. Ja, da bleibt nicht viel zu sagen. Da können wir auch gleich, da machen wir das noch ganz anders. Dann nehmen wir uns nämlich den Jens Erner, der auf Gesamtplatz 9 gefahren ist im zweiten Lauf und dann auch aufs Podium des G-Cups, nämlich auf dem zweiten Platz gefahren ist. Jens, bist du da? Nee, ist er nicht. Ist er nicht, gut. Denn, wird geholt. Wird geholt. Bin da? Jetzt ist er da, Jens. Jens, sag mal, du kannst doch nicht vom Interview wegbleiben, wenn du Zweiter im G-Cup wirst, sag mal. Oh. Ja. Du hast ja gar nicht gewusst, wa? Nö. Das dachte ich mir schon beinahe. Jens, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Es war ja doch ein bisschen turbulent im zweiten Lauf, also turbulent nicht unbedingt im positiven Sinn. Wie hast du das gesehen? Ja, da wäre noch mehr gegangen. Ich habe leider beim Boxenstopp zu wenig getankt und musste zwei Runden vor Schluss nochmal nachtanken, 6 Liter. Und das hat mich dann nochmal einen Platz gekostet. Ansonsten war ich eigentlich recht zufrieden. In der ersten Runde vom zweiten Rennen habe ich, glaube ich, 9 Plätze gut gemacht, weil hinter mir irgendwie Chaos, vor mir Chaos war. Und ab da ging es eigentlich ganz gut. Ja. Ja, Jens, ich würde mich freuen. Ich meine, wir hatten uns schon mal im Interview. Ich bilde mir einen in einem Lauf. Nicht? Nein. Hast du nicht schon mal irgendwo aufs Podest gefahren? Nein. Gut, also hätte ich jetzt Stein und Bein drauf geschworen. Nein, ich habe jetzt hiermit mein RSA-Karriereziel erreicht. Wollte einmal bei dir im Interview sein. Ah ja. Jetzt hörst du aber nicht auf, ne? Nein. Ja, Jens, also hättest du das mal ein bisschen eher gesagt, da hätten wir was gedreht. Ein paar RPS oder irgendwas hätten wir gemacht. Gut, Jens, also nochmal Glückwunsch hier und ja, danke. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns jetzt so ein bisschen häufiger hören, ne? Schön wär's. Ja, gucken wir mal. Gut, so, und dann kommen wir zum Doppelsieger des G-Cups heute Abend und da muss ich ehrlich sagen, Oliver, das war ziemlich geil, was du heute hier geboten hast, also nicht nur im G-Cup, sondern insgesamt und vor allem im zweiten Lauf, aber auch im ersten. Du hast da einen hammerharten Fight mit dem Robin Frischkopf gehabt, vorher auch mit Jens Burkott. Erzähl mal einfach ein bisschen. Ja, wie gesagt, also ich kann es selber irgendwie kaum fassen. Also es war für mich heute wirklich die absolut totale Überraschung, dass ich das irgendwie gewinne, wie auch immer. Weil, wie gesagt, die Verbindung war extrem schlecht und die Autos haben sehr gezuckt auf der Strecke. Aber insgesamt, wie gesagt, war das mit Robin und mit allen anderen im ersten wie auch im zweiten Rennen, mit Fred und mit Jens und mit Dennis Erner. Also das war wirklich allererste Sahne und hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, also so kann es gerne weitergehen. Ja, da gehe ich mal von aus, weil jetzt muss ich mal noch die Frage stellen nach dem Quali. Da sah es ja eigentlich gar nicht so gut aus. Da war ja der Chris Pilchegger deutlich vorne. Du sagtest ja, du bist ein bisschen überrascht, aber hast du dann eigentlich so das Podest für dich im G-Cup zumindest schon abgeschrieben gehabt oder gehst du da doch relativ nach so einem Quali relativ entspannt ins Rennen? Also ich gehe da eigentlich relativ entspannt dran, also ich mache mir da gar keinen Druck, egal von welcher Position ich da jetzt irgendwie starte, ich versuche einfach ruhig mein Rennen abzuspulen und ich denke mal, wenn man die entsprechende Kontinuität da mitbringt, kann man das auch schaffen, ne? Ohne mich da jetzt irgendwie selber im Vordergrund zu stellen, aber man muss eben gucken, dass man da einigermaßen konstant fährt und dann kann man auch ein bisschen ruhiger fahren. Also ich muss mich da selber aber immer wieder runterpushen, weil manchmal sind natürlich dann haarige Situationen, wie jetzt gerade auch, ne? Also ich sag mal, im zweiten Rennen, wo ich mich einmal ziemlich abgeschossen habe und in der ersten Rechtskurve nach Start und Ziel habe ich mich total verbremst, ne? Und habe mich da ins Outback katapultiert. Aber das sind eben so Sachen, die gehören mit dazu. Dann war Jens Burkhardt teilweise wieder hinter mir und vor mir. Also wir haben uns das auf der Strecke auch richtig gut gegeben. Aber man muss immer wieder runterschalten und denken, versuch einfach jetzt den Dried nach Hause zu fahren und bring es irgendwie ins Ziel. Und dass mir das heute gelungen ist, auch aufgrund der ganzen Situation jetzt hier mit der Rennserie, muss ich sagen, fand ich klasse. Hat echt Bock gemacht und ich freue mich auf weiteres mit euch. Alles zusammen. Klar. Dann denke ich mal, werden auch wir uns noch des Öfteren hören. Also hat mich sehr gefreut. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich
zur Gesamtwertung. Und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich, ich habe es eben schon so erwähnt, wir haben erstmals, meines Wissens erstmals, ich wüsste nicht, kann mich nicht an eine ähnliche Situation erinnern, 6 Fahrer auf dem Podest in 2 Läufen. Also das muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob es positiv oder negativ zu werten ist, im Anbetracht des zweiten Laufs vielleicht neutral, sagen wir mal ganz vorsichtig, aber nichtsdestotrotz doch ziemlich cool. Danny. Anwesend. Grüß dich, Lutz. Ja, Herr Pokut-Killer oder wie auch immer. Danny, mein Lieber, erstmal Glückwunsch zum 3. Platz im 1. Lauf. Über den 2. brauchen wir, glaube ich, gar nicht so sehr reden. Da ist es der 4. geworden noch, aber mein Gott. Nichtsdestotrotz, im 1. Lauf ging ja richtig die Post ab. Also vorne, in der Mitte, hinten. Wir hatten ja die ersten 10 teilweise innerhalb von 3-4 Sekunden. Also es war ja wirklich hammerhart. Erzähl mal. Ja, grüß dich, Lutz. Erstmal ganz, ganz großes Sorry an den Jens. Es tut mir wirklich leid und ich nehme die Strafe gerne auf mich. Das ist jetzt nicht ganz so drastisch. Tut mir wirklich leid für dich. Es war keine Absicht. Das drastisch werden wir sehen. Also das mal vorab. Es tut mir leid. Ich muss sagen, der erste Lauf war einer der besten Läufe, die wir bisher so gefahren sind. Muss ich echt mal sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal so knapp und so spannend war. Jedenfalls nicht in der letzten Zeit. Das war richtig, richtig geil. Ich freue mich sehr über den 3. Platz. Bin aber ein bisschen verschnupft aus dem 2. Lauf. Das war nicht ganz so schön, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Aber das sind andere Dinge, die müssen wir später klären. Alles klar. Danny, nichtsdestotrotz, gehen wir mal gucken, was die Zukunft bringt, was der nächste Lauf bringt. Und ja, dass ihr hier vorne so eine Truppe seid, wo 5, 6, 7, 8 Leute gewinnen können, das ist, und dass es dann eng wird, das ist zwangsläufig. Also, schauen wir mal, was bei der ganzen Geschichte noch rauskommt, und ich denke mal, auch bei dir, wir hören uns diese Saison noch das ein oder andere Mal. Ich würde es nicht versprechen, aber ich hoffe es mal. Alles klar. Dennis! Wo ist er? Jo! Der Dennis. Ja. Hier ist es jetzt im Prinzip umgekehrt. Nee. Ja, doch, 2 und 4. Ja. Stimmt, Danny war 5. im 2. Lauf. Habe ich eben verwechselt. Aber Dennis, ja, 1. Lauf. Ich denke mal, so richtig was zu erzählen gibt es eigentlich auch nur wirklich über den 1. Lauf, oder? Also was Positives. Ja, ich hatte irgendwie am 1. Lauf... Also in der Einführungsrunde alles schon aufgewärmt, außer die Bremsen. Und da bin ich alles in der ersten, aufgewärmt, ja, außer Bremsen. Da bin ich, glaube ich, in der ersten Kurve schon mal fast im Kiesbett und dann in dieser Schikane einmal geradeaus, hab dann aber gewartet. Ja, konnte mich dann ein bisschen absetzen, aber der Edgar war einfach schneller und hat mich dann noch überholt. Und das war eigentlich schon der 2. Lauf. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Jetzt im Hauptrennen hatte ich eigentlich so gedacht, da die Leute vor mir fuhren in dem Pulk, die haben mich halt aufgehalten, ganz normal halt, und bin früh in die Box gegangen, um halt dann schnelle Runden zu fahren, aber irgendwie ist das nicht so ganz aufgegangen, ja, aber ja, Platz 4 und Platz 2 ist in Ordnung. Ja. Ja gut, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, war ein cooles Rennen, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir in dem Edgar zuzuschauen. Also das hat wirklich, war richtig Musik drin, also das hat mir gut gefallen. Edgar, bist noch da? Hast du so lange und brav gewartet? Du hast dir gesagt, ich soll warten. Ja, also jetzt, ne? Ja, gut, ich habe dir befohlen zu warten, wenn schon, ja, also. Du hast mir einen guten Tipp gegeben beim Tablet und habe das Rennen übers Tablet angesehen, also es funktioniert, okay. Danke. Ja, super, freut mich. Trotzdem, mein lieber Edgar, ich meine, es ist eine Weile her, ich glaube in dieser Meisterschaft noch gar kein Laufsieg, und es hat mal wieder zumindest im 1. Lauf gepasst. Kann man so sagen. Aber man soll das nicht so hoch strecken, denn die anderen hatten mehr Gewicht als ich. Und dadurch konnte ich eben etwas schneller fahren, glaube ich, als der Dennis. Der hatte doch 25 Kilo mehr.
Da Raubend, glaube ich, 70 Kilometer oder so irgendwie. Ja. Alles täuscht. Und aufgrund dessen, glaube ich, habe ich schneller fahren können. Aber ich habe auch nicht viel trainiert und bin aber sehr zufrieden mit dem ersten Lauf. Aber wie gesagt, wäre ich sehr froh, wenn es ein bisschen weniger auf Raupen geht. Ich weiß nicht, wieso immer ich involviert bin. Vielleicht passt bei meinem System etwas nicht, habe ein neues. Internetleitung ist auch eine sehr gute, eine große. Ja, also wie gesagt, ich kenne ja nur den Jens lang genug und gut genug, also und ihr habt ja in den letzten Wochen auch sehr, sehr viel an der Mod gearbeitet und es ist ja wohl insgesamt auch ein bisschen besser geworden. Ich bin sehr überzeugt. Also ich kann euch nur allen empfehlen, wer bei Simracing.org die erste GT3 Multileague mitgefahren ist, ich weiß es nicht, ich glaube der Andy Braun war mit, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben wirklich, das war eine Saison zum Vergessen. Also wir hatten in jedem Rennen, bis aufs letzte, hatten wir massive Schwierigkeiten mit der Mod, mit dem Server, mit Strecken, mit was weiß ich alles. Aber wir haben in dieser Saison sehr, sehr viel gelernt und haben alles so weit verbessern können, dass es jetzt vernünftig läuft. Und wir hatten auch jetzt tatsächlich wieder im ersten Rennen in Spa, war es wirklich eine Katastrophe, da haben wir aber einfach auch einen Fehler gemacht. Und ich kann wirklich nur allen, die jetzt hier noch zur Rennserie gehören und vielleicht jetzt auch den Livestream noch folgen, sagen, bitte habt da etwas Geduld. Auch wenn es frustrierend ist jetzt im Moment und wenn es die Meisterschaft vielleicht sogar verzerrt, aber es ist definitiv euer aller Spaß und da muss auch jeder ein bisschen mitarbeiten. Also das ist, und ein bisschen Geduld haben, wenn er vom Wissen her nicht viel beitragen kann. Aber dann einfach mal ein bisschen Geduld haben. Ich kann euch versichern, das wird in Ordnung kommen. Und ob das noch ein Lauf oder zwei dauert, keine Ahnung, aber es wird in Ordnung kommen. Also von daher, macht da mal ein bisschen, ja, nicht zu viel Stress und wenn er euch ärgert, dann schreibt halt erst am nächsten Tag einen Post. Genau. Ja, so. Man aufgegeben mit einem Brief, das ist klar. Genau. Also zum Fahren bleiben wir trotzdem noch jeden Donnerstag, also jeden zweiten Donnerstag da. Aber halt ja, die, also okay. Wenn du halt nur ein Rennen fahren kannst, ist das doch irgendwo, ja. Ja gut, wenn das erste vernünftig war, gibt es eigentlich keinen Grund, dann musst du halt vorm zweiten nochmal runter, musst die Kiste nochmal neu booten, wer weiß, was da los ist. Keine Ahnung, ob es was bringt, ist wurscht, aber es tut auch nicht weh, wenn man es macht. Also, habe ich probiert und dann habe ich eine auf die Rüge bekommen, weil ich es getan habe. Ach Gottchen, ja, okay. Gut, jetzt habe ich auch noch was Falsches gesagt. Ist auch jetzt egal. Kommen wir zum zweiten Lauf. Sagen wir mal recht herzlichen Glückwunsch nochmal an das Podest hier im ersten Lauf. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten. Und ja, Martin Schmidt, Platz 3 mit 50 oder 55 Kilo? 55 hatte ich. 55 hattest du, so. Und wann ist dir denn irgendwie klar geworden, dass du die 55 Kilo hast im zweiten Lauf, als du mit dem Stefan gefightet hast? Also das war echt lustig anzusehen und hast dich gewehrt mit Händen und Füßen. Am Schluss hat es dann doch nicht ganz gereicht, also Stefan kam vorbei. Ja, erzähl mal. Naja, also ich bin da dann die letzte Kurve, wo er noch neben mir war, bin ich quer über den Hügel geflogen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, kann man das nennen. Mhm. Aber ansonsten, das Rennen, also für mich war es frustrierend. Ich bin selten so ein schlechtes Rennen gefahren. Setup war für den zweiten Lauf komplett der Griff ins Klo. Hat überhaupt nicht funktioniert. Die Strategie hat mir natürlich ein bisschen in die Karten gespielt. Ich habe natürlich wieder relativ wenig nachgetankt. Ich habe aber wahrscheinlich 5 Liter zu viel getankt. Sonst hätte ich den Robin vielleicht sogar noch gekickt und vielleicht hinter mir halten können, aber hätte, wäre, wenn, ne? Ja, ja. Erster Lauf, gut mit 55 Kilo, Platz 10 im Quali und Platz 9 im ersten Lauf kann ich eigentlich nicht meckern. Grundsätzlich nicht. Ich wollte gerade sagen, also wenn du frustriert bist über den zweiten Lauf, also ich glaube, da gibt es ein paar Leute hier, die würden gerne mit dir tauschen. Nein, aber nichtsdestotrotz regelmäßig auf dem Podest und das ist schon mal nicht schlecht und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt in der Meister, aber auf alle Fälle wird das zwischen dir und Robin noch sehr, sehr eng werden, da bin ich hundertprozentig oder eng bleiben, da bin ich sehr überzeugt von, ja, also nichtsdestotrotz. Also gucken wir mal. Wenn der Robin die Pace weitergehen kann, dann sehe ich da kein Land, dann dauert es jetzt vielleicht noch 2-3 Läufe und dann war's das.
Dann hat gut, erstmal müsst ihr ja mit euren Gewichten erstmal klarkommen und irgendwann wird auch ein Robin Frischkopf eingebremst. Das wissen wir aus der Vergangenheit, gell, Robin? Und naja, schauen wir mal. Stefan. Jawollo. Den ersten Lauf vergessen wir mal, oder? Ja, ganz schnell vergessen. Okay, den vergessen wir mal. Ich wollte jetzt hier auch nicht zu nahe treten. Nichtsdestotrotz, zweiter Lauf. Ich meine, du hast wirklich gekämpft wie ein Löwe, auch in diesem zweiten Lauf. Und bis es dann endlich gereicht hat, du bist gestartet, ich glaube, von 6 oder 7, wenn ich jetzt nicht ganz schwer täusche, aber ich habe das ja hier von 6 müsstest du gestartet sein, du warst... Ja, rechts habe ich gestanden. Ja, und dann ging es ja erstmal ein Stück nach vorne, wieder ein Stück nach hinten, dann warst du mal irgendwann 7. und 8., dann ging es wieder nach vorne und zum Schluss ist der zweite Platz geworden. Hast du eine Ahnung, hast du, was mich halt besonders interessiert, du warst vor den Boxenstopps auf eine Sekunde dran am Robin, oder sogar unter einer Sekunde, ja. Und nach den Boxenstopps dann doch erstmal deutlich zurück. 6, 7 Sekunden. Also, was hast du beim Boxenstopp gelost oder hast du irgendwie noch einen Fahrfehler gehabt? Nee, ich habe gar nicht so lange rumprobiert mit der Rechnerei, mit dem Sprit und so. Ich habe einfach nur die Gesamtmenge ausgerechnet und bin im ersten Stint mit so viel losgefahren, wie ich im ersten Rennen auch dabei hatte. Ich habe dann wirklich beim Boxenstopp komplett aufgetankt. Weil ich wollte nicht so einen großen Unterschied im Auto haben, weil das hat mir jetzt beim Qualifying das Genick gebrochen. Ich habe gedacht, ach, machst ein bisschen noch weniger rein und dann war das Auto nur noch am Rutschen. Und ich wollte mich darauf verlassen, also ich wollte mich aufs Auto verlassen können, damit ich die Linie immer gleich fahren kann und deshalb wollte ich das Auto gleich schwer haben in beiden Stints. Ja. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich dann in der Box länger gebraucht habe. Ja. Wie lange hast du denn aufs Lenkrad gebissen oder wie heftig in dem Fight mit dem Martin? Ich war da ganz entspannt, ich wusste, dass ich vorbeikomme irgendwie, weil ich habe so viel aufgeholt, so schnell aufgeholt auf ihn. Ja. Und da habe ich gewusst, dass ich irgendwann vorbeikomme. Ich habe nur gedacht, wenn ich halt jetzt schnell vorbeikomme, dann habe ich noch eine Chance an Robin dran zu kommen, aber der hat es nicht mehr gelangt. Ja. Aber ja, die Chance wäre definitiv da gewesen, also das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Allerdings muss ich sagen, an den Robin ranfahren ist ja auch das eine, aber den auch noch zu überholen, das ist ja dann auch nochmal eine Kunst für sich. Also von daher wäre schon sicherlich spannend geworden, ob das geklappt hätte. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch, Stefan. Schön, dass wir uns auch dieses Rennen hier wieder irgendwie hören. Hat mich gefreut, ja. War gut. Alles klar. So, und dann gratulieren wir dem Robin zum Laufsieg im zweiten Lauf. Robin, 70 Kilo. Hast du diesen 10. Platz mit Absicht gehalten oder ging es einfach nicht mehr im ersten Lauf? Also es sind sogar 75 Kilo. Ah, okay. Und danke für die Gratulation. Also ich habe schon beim Training gemerkt, dass es sehr, sehr schwer wird, weil ich war zwischen 9/10 und über eine Sekunde langsamer. Und dann habe ich mir eigentlich schon früh ausgemalt, dass ich irgendwie auf diesen 10. Platz kommen muss, also mindestens, und dann vielleicht das Hauptrennen ja so ein bisschen blocken am Anfang, dann gewinnen, weil so habe ich es eigentlich schon vor 2 Saisons oder 3 mit dem V6 schon so gemacht, da hatte ich auch sehr viel Gewicht, da hat es auch geklappt. Und heute... Also dieser 10. Platz war wirklich das Maximum im Sprint. Also ich bin so froh, dass Tauli da nicht noch vorbeigekommen ist. Ja. Sonst wäre das gar nichts geworden heute. Und also wenn ich den Martin noch irgendwie gekriegt hätte, es gab auch 2, 3 Situationen, wo es vielleicht möglich gewesen wäre, hätte ich sicher gemacht. Da war ich eigentlich nicht auf Position. Aber ja, es war dann im Hauptrennen war es dann wirklich super, bis ich gemerkt habe, dass der Howie immer näher kommt und dann habe ich nur gehofft, dass ich eine bessere Strategie habe. Also ich bin mit 100 Liter losgefahren und war echt überrascht, das Auto war sehr, sehr gut fahrbar. Okay. Und dann nach dem Stopp, da konnte ich sogar eine 37,7 fahren. Ich bin selber überrascht gewesen mit den neuen Reifen. Und also ich war dann am Schluss...
ja, bin ich dann noch gecruised. Also okay. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn der Harry noch näher gekommen wäre, aber ja. Ja. Dann hätte er noch ein bisschen was reisen können, ihr beiden, genau. Ja, nichtsdestotrotz, also coole Nummer, das Ganze. Und wie gesagt, der zweite Lauf hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen insgesamt. Es gab natürlich auch tolle Szenen, vor allem, dass zum Schluss dann nochmal zwei Dreiergruppen da wie verrückt gefightet haben. Aber insgesamt der erste Lauf heute der deutlich bessere. Aber gut, ich sag mal, es kann nicht immer alles hundertprozentig funktionieren und ablaufen. Von daher denke ich mal, Jens, in 14 Tagen, wo? Nürburgring. Nürburgring. Ja, das jo. Ist doch mal... Nordschleife. Ja, was? Nee, ernsthaft? Nein. Robin fährt auf der Nordschleife, wir fahren die Grand Prix-Strecke. Ah ja, genau. Also Robin, genau. Ja, das ist auch angemessen, finde ich auch. Doch. Und Robin, noch ganz kurz, wie viel Kilo musst du haben, damit es gar nicht mehr geht, nach vorne? Ja, schwierig. Also ich war zwei, dreimal dran, also ich musste wirklich jede Runde voll pushen, um diese Zeiten zu fahren, ja. Und ich habe zwei, dreimal das Auto fast verloren, also ich musste voll gegenlenken. Also das ist immer so ein Ritt auf Messerschneide, ob es was wird oder ob es nichts wird. Ja. Man muss auch sagen, wenn jetzt noch mehr Gewicht drauf wäre, dann verliert man auch langsam den Spaß, weil man nicht mit seinen Wunschgegnern mitfahren kann. Da bekommst du neue Wunschgegner. Robin. Genau. Ihr Lieben, die meisten haben es vielleicht schon mitgekriegt, ich muss morgen früh ganzzeitig raus, um zu diesem Flughafen zu kommen und dann nach Finnland zu fliegen. Ich hoffe, ihr guckt am Freitag alle fein da rein. Zumindest dann Freitagabend, wenn er nach Hause kommt. Da läuft das ja schon ein paar Stunden. Und wird sicherlich sehr, sehr lustig, weil da fahren 50 Leute, 50 reale Rennfahrer, die noch nie vorher Simracing gemacht haben, 24 Stunden Nordschleife. Also es kann nur lustig werden, weil wenn da irgendeiner irgendetwas ernst nimmt, dann werden die sich prügeln dort, denke ich mal. Ist ja bei so einem LAN-Event auch viel einfacher, weil da kann man einfach aufstehen, zum Nachbarn gehen und ihn auf den Mund boxen und gut. Aber werden wir alles sehen und was da passiert. Also ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Vielen, vielen Dank, dass ihr trotzdem mit 25 Fahrern zumindest im ersten Lauf dabei wart, um hier am Mittwoch, also auch noch eine Terminverschiebung, nur damit gebroadcastet werden kann. Also großartige Sache und wir hören den uns dann in 14 Tagen auf dem Nürburgring wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank und ja, tschüss. Tschüss. Jo.